Wie ich ja bereits in dem Video zu der Maxim Ballistik V3 Impeldor erwähnt hatte, gehen mittlerweile immer mehr der skisportlichen Verbände auf den Weg zu sagen, dass Schutzbrillen vorgeschrieben sind. Das macht auch in gewisser Weise Sinn. Wir dürfen nie vergessen, dass gerade beim Schießen mit halbautomatischen Pistolen auch Hülsen, heiße Hülsen ausgeworfen werden, die auch einen Standnachbarn treffen können. Das ist keine böse Absicht, gar nichts, das ist einfach so, kann passieren, möchte keine, ist aber so. Neben der Maxim Ballistik, die ich euch ja bereits vorgestellt habe, da ist das Video, bietet die Firma 3 Impeldor eine ganze Bandbreite verschiedener Schutzbrillen an. Stellenweise auch sehr schlichte und einfache Schutzbrillen. Für denjenigen, der vielleicht eine Reservebrille braucht, eine Notfallbrille, die einfach nur in der Tasche liegt, für den Fall, dass man mal die Hauptbrille vergessen hat oder keine Ahnung. Und ein paar von diesen Brillen möchte ich euch vorstellen. Bevor ich aber anfangen würde und euch in irgendeiner Form die ganzen Preise einzeln aufzulisten, was wenig Sinn macht, kann ich euch sagen, dass die jetzt gezeigten Brillen, die liegen alle irgendwo so zwischen 9 Euro und sage ich mal 15 bis 18 Euro auf Amazon. Ich habe euch die Links unten in der Videodescription gepostet, dass ihr sie rauspicken könnt. Ich habe sie selber noch nicht aufgesetzt. Das heißt, das ist jetzt quasi ein kleines Unbagging, nicht Unboxing, Unbagging, um sie direkt, sage ich mal, ein tatsächliches Look and Feel zu machen. Das heißt, ich ziehe mal mein eigentliches Spekuliereisen mal von der Rübe. So sehe ich ohne Brille aus. Hey! So, wir fangen mal an. Und zwar, ich entschuldige mich, ich muss meine Brille wieder aufsetzen, sonst kann ich nicht lesen. Ich werde alt. Und zwar, wir haben hier das Modell SF20-1AF-EU. Und zwar in der Farbgebung transparent. Transparent bedeutet durchsichtig. So, wie ich sagte, das ist eine sehr, sehr schlicht und einfach gehaltene Brille, ohne Schickimicki, kein RX-Einsatz, gar nichts. Das ist jetzt wirklich einfach nur auf die Schnelle eine Arbeitsschutzbrille bzw. eine Schutzbrille, mit der ich meinen seitlichen Schutz erfülle, den oberen Schutz, den ich gemäß BDMP-Sportordnung eigentlich habe, in dem Moment nicht, außer dass sie jetzt hier tatsächlich Press an der Stirn anlegt, aber hier eben nicht. Das heißt, bei dieser Brille ist es besser, um Ärger aus dem Weg zu gehen, auch wie es in der Sportordnung des BDMP steht, eine Basecap zu tragen. Aber sie fühlt sich so schon mal ganz gut an. Wie ist das, wenn ich die Mickey Mouse aufsetze? Hier die Peltor Sportec. Schalten wir auch mal an, dass ich nicht so schreie. So, ist eigentlich recht angenehm. Es drückt nichts. Es ist ein sehr, sehr dünner Ohrbügel, den man da bei diesem Modell hat. Das sieht man auch. Das ist sehr, sehr dünn. Stark gebogen, aber dadurch wird sie auch gut an den Kopf angepresst und bewegt sich nicht. Also, das kann man durchaus sagen, ist eine sehr schöne Backup-Brille für Indoor, wo ich keinen farblichen Kontrast brauche. Das ist die SF20-1AF-EU von 3 Impeldor. Das nächste Modell wäre dann die SF403-AF-EU. EU steht, glaube ich, immer, dass es halt für den europäischen Markt bestimmt ist. Das ist jetzt eine Schutzbrille mit Kontrast und tatsächlich einem leicht einstellbaren Nasenflügel aus Silikon. Die ist sehr komfortabel, liegt ein bisschen, ja. Das ist jetzt, sage ich mal, schon mal ein kleiner Unterschied. Und zwar habe ich jetzt hier bei der Transparenten, ist einfach nur eine Hartplastik-Nasenauflage. Wer damit klarkommt, okay, für zwischendurch, für eine kurze Zeit, wunderbar. Aber als Brillenträger weiß man, die Vorzüge an der Silikon-Nasenpad durchaus zu würdigen. So, Mickey Mouse auf. Auch da, es drückt nichts, es staucht nichts. Fühlt sich wunderbar an. Auch vom Kontrast her, das ist echt brutal. Sie ist sehr schlicht gehalten, sehr, sehr, sehr komfortabel. Sitzt auch ebenfalls relativ eng oben an der Stirn, aber hier seitlich ist sie eben noch offen. Und damit benötigen wir ebenfalls auch eine Basecap. Aber auch diese Brille ist komfortabel und ich glaube für den Preis als Backup-Variante oder zum Beispiel auch Soft Air.
sind die auch wunderbar zu verwenden, sage ich mal ganz ehrlich. Das ist die SF403AF-EU. So, jetzt kommen wir zu der nächsten und das ist die SF203AF-EU. Das ist jetzt die gleiche wie die erste, nur eben in Gelb. Gibt es also auch kontrastanreichernd. Ist ebenfalls mit den, nicht mit Silikon-Nasenflügeln, sondern mit Hartplastik. Kann also durchaus mit der Zeit vielleicht ein bisschen unangenehm werden, ein bisschen drücken. Wie gesagt, jemand, der tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends eine Brille auf der Nase hat, weiß, wovon ich rede. Wenn die Nasenflügel zu hart sind, das kann schon durchaus hier gerade auf dem Nasenrücken durchaus drücken. Wir ziehen die Mickey Mouse auch hier nochmal an. Auch hier wunderbar. Die Brille sitzt genauso wie die transparente eng an. Hier seitlich, grenzwertig, sollte man durchaus eine Basecap drüber tragen. Aber wie gesagt, ich denke, das ist durchaus im Rahmen des Vernünftigen. Insbesondere wenn man halt berücksichtigt, was diese Brille tatsächlich kostet. Als Basisschutz, Basic. Oder zum Beispiel für Vereine als Leihbrille für Gastschützen, die keine eigene Schutzbrille dabei haben. Durchaus eine Variante. So, dann haben wir hier, das ist eine Promo, die ihr mitgeschickt habt. Und zwar, das ist die SF406 SGAF. Die ist sogar separat nochmal in Papier eingewickelt. Diese habe ich jetzt leider Gottes nicht auf Amazon finden können. Und die ist jetzt, die sieht ja geil aus, in Orange mit schwarzen Silikon-Nasenflügeln. Boah, das ist ja fast schon hier so eine Laserschutzbrille. Wäre zum Beispiel etwas Lasertag, Paintball, Airsoft oder halt, wie gesagt, als Backup-Brille, Airsoft etc. Also dieser Rotstich, Orangestich, das ist ja echt krass. Das habe ich so auch noch nie drauf gehabt. Auch hier Mickey Mouse, wunderbar, das gleiche wie bei den anderen. Seitlich hier, je nachdem wie groß der Kopf ist, das muss man immer wieder dazu sagen, die Sportordnung ist da relativ strikt im Fall des BDMP. Haben wir ihn ausgekriegt? Ja. Im Fall des BDMP ist sie sehr strikt, die halt klipp und klar sagt, es muss ein Schutz von oben sein. In dem Moment, wenn die Schutzbrille hier tatsächlich eng anliegt, sehe ich das als erfüllt. Wenn aber hier seitlich trotzdem noch oben gerade die KK-Hülsen, die sind halt kleiner, die können hier reinfallen, dann sollte man eine Basecap überziehen. Also auch hier, wie gesagt, diese habe ich leider, da es ein Promo-Modell ist, wohl ein neues Modell, noch nicht auf Amazon finden können. Aber da dann, denke ich mal, einfach mal ein bisschen stöbern und gucken. Diese vier Brillen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, wie jetzt schon mehrfach gesagt, als Backup-Lösung einfach in die Tasche werfen. Für Gastschützen, Gäste, neue Mitglieder, die sich vielleicht noch nicht das Zeug gekauft haben. Zuschauer, die vielleicht dabei sind, wo ein Verein sagen kann, ich kann mal vielleicht 5 oder 10 Stück für relativ kleines Geld mir einfach in den Schrank legen im Verein, damit so etwas auf dem Stand ist. Wenn Wettkämpfe ausgetragen werden, dass man so etwas vielleicht bereithält, wo es vorgeschrieben ist, dass für den Fall, dass jemand mal seine Brille vielleicht vergessen hat, das kann passieren, dass man aushelfen kann und jemanden nicht deswegen vielleicht von einem Wettkampf disqualifizieren muss. Wer würde also den Schützen absolut entgegenkommen? Wie gesagt, diese Brillen, diese verschiedenen Modelle, liegen im Preislichen bei Amazon, in den Links, die ich euch unten bereitgestellt habe, bei einem Preis von 9 Euro bis 13, 14 Euro. Kann hier und da mal ein bisschen variieren. Wie die Verfügbarkeit halt immer aussieht, muss man einfach mal schauen. Wenn ihr Interesse an der Brille habt, fände ich gut, bestellt sie über meinen Link und dann kriege ich ein paar Cent über die Affiliates dafür. Ja, das waren dann jetzt die 3 Empeldor Schutzbrillen, neben der Maxim Ballistik, die natürlich, die ich absolut genial finde, weil die halt sehr eng anliegt, aber die hier sind, wie erwähnt, auch sehr, sehr gut zu nutzen und ich finde die auch qualitativ, sind die sehr schön, sehr leicht und komfortabel.